Meine bisherigen Leistungen bei den Australian Open waren gut, doch im Finale konnte ich nie völlig überzeugen. Es ist ein Turnier, das ich gerne bereits gewonnen hätte. Novak Djokovic wird bei den Australian Open mein größter Konkurrent werden. Seine Statistik bei dem Turnier ist herausragend. Auch wenn ich in den vergangenen 6 Monaten weniger Erfolge zu verzeichnen habe, waren sie sehr wertvoll für mich. Ich habe schon immer gesagt, dass man von Niederlagen am meisten lernt. Es ist für mich definitiv kein erfolgloses Jahr gewesen. Ich bin in keiner Krise. Es ist für mich ein großer Ansporn, eine Herausforderung und Erfahrung, die mich hoffentlich stärker und besser machen werden.